und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, weiter mit klassischem Muss. Ne? Ich habe ja mal eine Scheibe vom Metal Mario Master abgeguckt und im Titelscreen mal die Musik geändert. Und ja, werden wir leider nicht so viel hören, aber was soll's. So, klassisch Muss. Wen spielen wir denn? Servus zu Samus, aber mit wem? Ich habe eine Idee. Wir spielen auf jeden Fall sie erstmal und danach mal schauen. Bing. Ich habe ein Ticket, gut. Will ich aber nicht jetzt einsetzen, sondern gleich. Haken, Peitschen und Klauen. Das klingt sehr falsch irgendwie, aber okay. So, habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht so gut bin mit Zero Suit Samus. Hier natürlich auch so einen blöden Angriff, mit dem man unterwegs nicht irgendwie die Gegner raushauen kann. Aber jetzt soll's. Na super. Aber damit kann ich die raushauen. Ich will da durch, Mann. Warte, jetzt komme ich darüber. Pass auf. Aha. Also die haben den Dings ja gerufen jetzt. Ja, vollkommen egal, was für eine Punktzahl ich bekomme. Mann. Sag mal jemand den Dreckspisser hier weg. Okay, da war schon mal schlecht. Da war erst der erste Kampf. Gut, weiter kann er nur besser werden. Man muss sich da gegen zwei Gegner kämpfen. Ist mal ehrlich. Alter. Hey. Wie ist eine Peitsche bitteschön schwächer als ein Blatt? Was hat? Nein, jetzt ausgewichen. Der Pizza. Jetzt aber, pass auf. Was? Der ist ja reingekommen auf einmal. So, wann geht der denn von dieser Säule da weg? Mann. 0,6. Weiß gar nicht, wird überhaupt Zero Suit Samus competitive gut gespielt. Wird's nicht so oft. Ach, ich komme gar nicht vorbei. Was macht überhaupt Metroid Musik? Boah, voll Indie. Ich wollte sagen, in die Eier sagen, aber da ist eine Frau drunter unter diese Rüstung. Genau die gleiche Frau, um genau zu sein, die ich gerade spiele. Okay, irgendwie mit Yoshi habe ich voll Probleme. Der macht es irgendwie so schwer, habe ich so. Da guck ich dann an. Sehr gut. Gut. Geh raus. Hey. Okay. Mein Gott, ehrlich? Rein, komm, du willst es. Blöder. Boah. Was? Tschüss. Da.
der ist dagegen gekommen. Wollte schon sagen, warum ist denn da unten geflogen? Ja, ich habe absichtlich kein Ticket eingesetzt, weil ich genau wusste, das wird nicht gut ausgehen. Clown, warum denn Clown? Haken und Peitschen kann ich ja noch verstehen, aber warum denn Clown? Als Samus Clown? Ich kann auch peitschen hier. Ich kann auch peitschen. Okay, hilf mir. Pac-Man no. Also eigentlich die Geister, aber wisst schon. Das ist von Pac-Man. Ja, der ist weg. Die sind angefaut, aber echt gut, die Gegner raus. Muss ich sagen. Ja, 8.1. Little Mac. Er hat auch keine Peitsche, nur Clown oder irgendwas. Oh, Dreck. Oh, Dreck, lass dich doch treffen davon. Ich komme nicht runter. Wollte schon sagen. Boah. Junge, ich treffe damit nichts. Ah. Wie der Angriff. Ah. Ey, das ist ja voll kacke. Ich habe noch nicht mal einen von denen rausgehauen bisher. Wie viel die noch haben, ey. Ist gut, Mann. War ehrlich. Oh, bleib doch mal hier. Voll synchron sind wir gerade reingekommen, habt ihr das gesehen? So. Okay, du stehst nicht mal auf. Jetzt kriege ich euch alle voll locker raus, ist klar. So, diesmal boom. Komm runter. Jawohl. Dreck. Okay, bleibt einfach da stehen. Alles klar, gut. Finde ich gut. Okay, ich bin auch froh, wenn wir mit der hier geschafft haben. Ich weiß auch nicht, ob die Punkte irgendwas bringen, wie immer, aber ich wollte das noch angreifen. Egal, ist auch egal, Mann. Joink, joink und tschüss. Tschüss. Geschafft. Lass mich raten, wer jetzt kommt. Ja, wenn ich die betäuben, nee, meinen normalen Schuss. Ich nehme mal an, nicht. Ich habe Dings gemacht, hier ausweichen, aber funktioniert natürlich nicht. Irgendwann hier selber raus, wenn ich das mache. Komm, flieg raus. Bei Angriff macht aber auch gar nichts an Schaden. Da wollte ich nicht machen. Wow. Okay. Ich dachte, ich würde da rausfliegen. Einer von euch betäubt werden. Ich finde, da ist jetzt schon nah dran irgendwie.
Beispiel, wie hätte ich da ausweichen können? Ey. Hast ja diesen Angriff, ey. Da man muss einfach außerhalb der Karte hier gehen, also sich an der Kante festhalten oder so. So, kommt her. Nein. Ja. Hat ordentlich Schaden gemacht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Boom. Aber auf den Boden geschossen. Ja, wollte schon sagen, was macht der für einen Angriff auf einmal? Kannst doch nicht die Lady auf Finger an. Boom. Mein Gott, voll brutal. Liegt am Boden, ich schieße in der Farbe. Cool. Tanz. Alles klar. Wir haben es geschafft. Auf 7.7. Ne, ich glaube, besser wird das nicht mit der. Samus kann ich nicht steuern. Ja, zu schnell, der Charakter. Aber sie ist heiß. Da musste mal gesagt werden, ne? My body is ready. Gut, ich müsste einen Meilenstein bekommen jetzt, wenn ich hier das hier erledigt habe mit dem Abschießen. Weil ich habe ein bisschen offscreen Geistertafel gemacht und ich muss ja irgendwie noch ein paar Meilensteine davon freischalten, und zwar ich glaube 20 auf den Rang Junior erledigen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nur Leute auf Profi und Ass herausgefordert, und ja, dementsprechend habe ich dann auch ein paar Geister gesammelt auf diese Weise. Und ich hatte, glaube ich, nur noch, mir fehlt, glaube ich, nur noch ein oder zwei Geister, bevor ich den Meilenstein bekomme, dass ich 777 Geister habe. Also wenn ich jetzt zwei neue Geister so bekomme, dann müsste ich auf jeden Fall diesen Meilenstein bekommen. Also ja, hoffentlich ist das der Fall. Hoffentlich werde ich so, habe ich so viel Glück. Aber ich kriege ja sowieso noch einen Kämpfergeist, ne? Also von Zero zu Samus, also das ist auf jeden Fall ein neuer, nehme ich mal an. Also ich habe es schon. Ich weiß nicht, ob das auch zählt, aber mal schauen. Am Ende dieses Parts auf jeden Fall. Also ich werde ja wohl nicht so viel Pech haben, oder? Zweieinhalb Minuten, die sind immer so schnell vorbei, ne? Ich habe schon wieder 4 Geschenke, gleich 5. Boah. Ich weiß immer noch nicht genau, wen wir als nächstes spielen jetzt. Ihr wisst das schon, ich weiß, aber ich noch nicht. Also zwei zur Auswahl. Noch eine gut aussehende Lady wahrscheinlich. Aber mal schauen. Ist das Zero zu Samus Thema? Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Oben links stehen ja immer die Namen des Songs. Ich tue nie nachgucken. Was ist los mit mir? So, Nintendo. Wer ist denn Nintendo? Fragen sich natürlich alle hier. Und boom. Dead Body. Wir haben einmal Zero Suit Samus. Plünfer. Und ein Ticket. Cool. So, und boom. Ich habe Dr. Wright. Und 777 verschiedene Geister. Und dann fehlt noch das hier. Ruf einen Geist vom Rang Legende, weil machen wir am Ende des Parts noch. So, das hier habe ich übrigens auch offscreen gemacht. Also, das Bild ist richtig gut. Gewinne den Geisterschuss 10-mal in Folge ohne Geisterschuss-Items einzusetzen. Das habe ich dann irgendwie geschafft. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe es geschafft. Und ja. Gut, wen nehmen wir jetzt? Nehmen wir noch eine Blondine. Rosalina und Luma.
Soll ich mit dem Ticket einsetzen? Bin auch nicht so gut mit ihr. Wer war mal nochmal auf? Ja, es gibt noch einige Charaktere, die kann ich ein bisschen besser spielen. Also du mal für die auf bewahren. Riesige Rosalina. Ja, guckt euch mal an, die ist riesig. Ah, flieg raus. Ich habe gehört, Rosalina soll ja echt broken sein. Wenn man weiß, wie man sie steuert. Also der Luma soll ganz schön gut sein. Wenn man sich das richtig hier anstellt. Ja, somit kann sie Items anziehen. Ich habe einen Moment vergessen. Au. Der Luma hat ihn gerade weggehauen. Hey, wo ist mein Luma? Da, da bist du ja. Der Luma hat voll die Riesenfaust, ey. Tschüss. Da komme ich dann an. Jetzt kommt die Riesenfaust. Samus. Dreck. Hey. Blick da bloß nicht runter. Blöds Teil. Jetzt komme ich da nicht vorbei. Oh nein, wir. Ja, damit. Was ich richtig gut finde, ist jetzt Items, die sie an sich heranzieht, tut sie automatisch auch einsammeln. Also oh Gott, aber knapp. Sie tut die Items auch direkt dann ausrüsten und in der Hand nehmen. Das war, glaube ich, vorher nicht so. Also finde ich gut. Das ist eine gute Änderung. Blick raus. Der hat schon wieder mal ein bisschen Vielfalt hier. Dreck. Boom. Ich im Ring unter dir, unter meinen Füßen auf dich reinhauen. Also gerade mit ihr schneide ich voll gut ab, ne? Was ist das? Auf den an, nicht auf mich losgehen. Richtig gut. Ja, schon wieder der. Kommt er wieder zurück? Ja, die Computer, die haben auch Probleme. Ja, ich so Gefühl. Ja, jetzt geht's natürlich zurück, ist klar. Jetzt wo ich auch da bin. Und zurück zu mir. Halt den auf. Dass sie nicht vorbeikommen. Sehr gut. Ich meine, Luma gut eingesetzt. Jetzt. Da war gut. Da war sogar so geplant. Oh, ich kenne diesen Kampf, ey. Haben wir auch schon voll oft irgendwie, habe ich so Gefühl, gemacht. Ich habe jedes Mal hier laufen Probleme.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Wie habe ich den eigentlich getroffen? Komm. Willst du mich einsaugen? Nein. Wie gesagt, kommt mir sowas von nervig, ne? So, helft mir aber auch schon wieder so einer. Kommt nur so welche. Ich wollte eigentlich den graben, aber... Ja, mein Stern macht gar nichts. Hilf mir doch mal. Das ist so eine nervige Kombi, ne? So viele von denen. Ich hatte es ja allgemein schon gegen Kirby zu kämpfen, ne? Nur gegen so viele, ehrlich. Du verpiss dich. Halt den auf, Luma. Und Multitasking hier. Oh. Ja, doch, ich kann mir noch so einen Stern holen. Geil. Kann ich nicht den Mond holen? Das ist auch ein. Ah. So hat von gewusst, ey. Dann kann ich nicht den Majora's Mask Mond hier herbeirufen. Das ist auch ein. Wenn man hat Himmelskörper. Jetzt habe ich euch natürlich alle und ihr macht nichts, um euch zu verteidigen. Ja, also was von klar schon wieder. Hey. Ich bin ja schon in der Galaxie. Was wollt ihr eigentlich? Bowser, schöner Sternschau. Ist übrigens gerade dieser Pfad. Oh, ich bin sogar größer als Bowser und Bowser ist weg. Ja, natürlich. Ja, gut. Eine Niederlage mehr oder weniger hier ausgeglichen, würde ich sagen. So ein Delfin irgendwie. Oh, sehr gut. 200 IQ. 200 IQ Move. Kann ich ihn nicht einfach so anziehen? Ich glaube, viel besser. Irgendwie sah die Animation, wie sie da durchgeflogen ist, voll komisch aus. Ich mir nur eingebildet. Max, okay. Warum? Oh, sehr gut. Wieder mit seinen Flandre Flügel. Mein Gott, den geben wir voll. Ah, hier bin ich glaube ich sicher, ne? Mario ist nicht sicher, aber man den voll fertig. Hier doch mein Ticket einsetzen sollen. Schon ein bisschen besser ausweichen, Kollege. Dreck. So schwer bei dem rauszufliegen, finde ich, ist das jetzt nicht. Also Meister und Crazy, das ist immer, also mal schwierigere. So, schon war es das. Wie, der hat den erledigt? War ich das? Ich war das. Ich war das. Ich finde auch voll putzig, diese Drehung. So, das war doch besser als gedacht. 9.2. Hätte ich mein Ticket eingesetzt. Was soll's. Ist natürlich wieder nicht gedacht, dass das so gut läuft. Also, es war ja wieder klar, ne? So, ich glaube, nur noch 12 Charaktere müssen jetzt übrig sein. Also nur noch 6 Parts klassisch Modus. Und ja,
weiß nicht, wie viele Parts noch von Smash Bros. Kommen, aber wir kommen so langsam am Ende heran, würde ich sagen. So um die 100 sind vielleicht noch drinne, aber so sehr viel mehr glaube ich nicht mehr. Ich glaube, in diesem Monat werden wir auf jeden Fall fertig, weil es gibt noch zwei Projekte, zwei Spiele, die ich unbedingt nicht spielen will. Eins davon ist nur mein absolutes, meine absolute Lieblingsspielserie. Also ja, da muss ich auf jeden Fall Let's Playen. Und auch ein anderes Spiel, was hier sehr vertreten ist auf diesem Kanal. Also ja. Deswegen will ich jetzt nicht hinter mich bringen oder so. Also mir macht das Spiel noch Spaß. Also das ist jetzt nicht nur. Wenn ich irgendwie mit diesem Projekt noch weitermache, dann halt ein bisschen weniger als vorher. Also nicht zwei Parts pro Tag oder irgendwie so hat wie vorher, also vielleicht dann hier mal in der Woche vielleicht nur zwei oder drei Parts mal. Aber bis dahin werden wir auch schon als möglich hier gecovert haben, ne? Also Abenteuermodus sind wir jetzt schon so gut wie am Ende, würde ich sagen. Klassisch Modus ist auch bald vorbei und All-Star Modus werde ich mir auch so ein, zwei Parts aufnehmen, aber da war es dann auch schon, weil dann hat genau wie Multi Smash, du kämpfst halt gegen alle spielbaren Charaktere mit einem Charakter und ja, da ist jetzt nicht so eine bestimmte Route oder irgendwie sowas, bei jedem Charakter anders ist, nehme ich an. Ich habe ja noch nicht Abenteuermodus All-Star Modus angefasst bisher, aber ich nehme mal an, so läuft es ab. Und ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das sehr interessant ist, wenn ich dann offscreen machen oder irgendwie so. Und ja, dann sind wir auch schon fast am Ende mit dem Spiel. Online weiß ich nicht, ob ich irgendwas aufnehmen werde. Ich werde auf jeden Fall online mal versuchen. Aber keine Ahnung, vielleicht mache ich das so wie vorher bei Smash 4. Tue ich mal einen Charakter wählen und tue irgendwie so, weiß ich nicht, 4-5 Kämpfe pro Part machen. Aber mal schauen. Das muss noch nicht so früh sein. Also ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen. Projekte, das ist jetzt hier so das Wichtigste. Ja, Rosalina und Luma. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich weiß genau, was ich machen werde jetzt noch. Rosalina, Luca, Gen, gibt er mir einen Mittelfinger und noch ein Ticket. Gut, alles klar. Uns fehlt noch ein Meilenstein bei Geister. Und ich weiß genau, was wir jetzt machen werden. Und zwar werden wir Geister rufen. Und es fehlt noch ein, dass wir irgendwie hier einen legendären Geist rufen können. Der Mond. Und ich weiß nicht wen. Ich würde ja am liebsten einen rufen, der auch halbwegs einen guten Effekt hat. Psy-Angriffe, Wurfangriffe, Sprung. Gar nichts. Helferschreck, Tempo, alles nicht so gut, aber was soll's, müssen wir mal machen. Viridi, er wird Angriff gegen Metallgegner, bin jetzt auch nicht so dolle. Ashley, ich glaube, sie wäre am besten, ne? Ultraschnelllader, dann tun wir einfach hier irgendwas einsetzen. Ich kann natürlich nicht einsetzen, weil gerade einer beschäftigt ist, ist klar. Mal den rufen, der hat zwar keinen Effekt, aber so, da muss ich halt irgendwie andere Geister für opfern, so ich das sehe, oder so Chips, keine Ahnung. Und ja, rufen wir mal uns den letzten Meilenstein noch. Genos oder Geno, Legende. Okay, der hat drei Plätze. Also wenn er wenigstens halbwegs gute Werte auf Level 99 hat, wäre gut. Boom, Snack Max und geschafft. Dann kriegen wir noch was. Smash Ball, Ultra Smash, Doppelchance. Cool. Das ist ein geiles Bild.
Gut, aber Geist auch geschafft. Klassisch und weitere Modi. Ne, andere haben wir geschafft. Okay. Alles klar, dann war es das für diese Folge. Und ja, jetzt wollen wir machen weiter im Abenteuermodus und gucken wir mal, wie wir da weitermachen. Und da sind wir ja zum ersten Mal in Legendengeist gerufen. Und da sind wir ja mehr oder weniger gerade eine Sackgasse, weil wir nirgendwo hingehen können. Außer zum finalen Boss. Aber egal. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Danke mich. Aber lass mal gucken, ja, ob wir hier. Der Kämpfergeist. Boom. So, und jetzt kann ich auch so viele Geister wie möglich kaufen und. Also konnte ich auch schon vorher, aber. Jetzt, wo ich das hier gerade sehe, ne? Ich habe mir vor kurzem wieder ein paar Amiibos geholt. Und zwar von Splatoon 2. Hier so ein Dreierpack. Mit den Octolingen. Und ja, ich glaube, ich kann das aber jetzt gerade nicht benutzen, weil ich meinen Controller dann hier umändern muss. Ja, ich habe jetzt gerade meinen. Ne, geht jetzt gerade nicht. Gut. Würde ich sagen, machen wir irgendwann mal. Und ja. Wie gesagt, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, Kowski.